Was geht ab, Freunde der Sonne? Hier ist mal wieder Turbo Torben, wieder mit David Russell. Und heute in diesem Video geht es um diesen Kollegen, aber erst nach dem Intro. So Leute, und ihr habt richtig gelesen beim Titel, wir machen heute einen Bruchtest mit einer Schusswaffe. Aber ich werde schon mal so viel verraten, wir werden nicht drauf schießen, sondern dafür habe ich den Experten. Schade, ich dachte Experten, so, einer hält so, der andere versucht drauf zu schießen. Genau, dafür habe ich den Experten David Russell jetzt hier. Denn man kennt das ja aus dem Film, man kann auch mit einer Schusswaffe zuschlagen. Und ich habe mich mal gefragt, wie macht man das korrekterweise? Also ich würde jetzt sagen, man schlägt einfach so. Ja, das ist ein ganz großer Trugschluss. Ist tatsächlich so, dass viele das aus dem Film kennen, dass man sagt, so wenn ich damit zuhau, hau ich hier mit rum. Ja, oder aber ich wechsle die auch noch und hau dann hier mit zu, so Tomahawk-mäßig. Ja. Hätte ich jetzt auch gemacht. Genau. Oft ist es so, dass wir aber gar nicht, achso, ist übrigens eine Übungswaffe, ja, also keine Sorge. Oftmals ist es aber so, dass wenn der Hahn gespannt ist, wenn ich wissen, ob noch einer im Lauf ist und ich hier einen Druck gegen habe, der sich auf einmal löst und ich dann den Schuss auf einmal im Bauch habe. Ja. Daher immer aus der Schusslinie weg. Das ist immer so die erste Regel, die man immer sagt. So, ne? Immer okay. Aus der Schusslinie weg, niemals die Schusslinie zu dir drehen. Ne? Weil gerade wenn das Magazin drin ist und vielleicht noch einer im Lauf ist, weiß man ja nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel jemanden turbomäßig, passt ja zu deinem Kanal, hier aus dem Dings genommen hat und ich habe hier die Waffe ganz schnell und ich jetzt sagen würde, oh, jetzt drehe ich sie um und jetzt komme ich hier, wird sie definitiv vielleicht geladen sein. Ne? Wahrscheinlich, die ja. Ne? Genau. Deswegen arbeiten wir beim Schlagen mit dem Laufteil. Dem vorderen Ende. Genau, okay. Also quasi genauso, wie wir schießen würden mit dem vorderen Stand. Wenn wir jetzt mal ganz langsam die Entwaffnung machen, Leute, Entwaffnung, ja, ich sage immer Messer, Schusswaffe, in der Bedrohungsphase trotzdem meistens tödlich, ja. Aber manchmal kann es sein, dass es der einzige Strohhalm ist, den ihr habt, um euch vielleicht euer Leben zu retten, zu schützen, okay. So, ich gehe jetzt raus, bin hier, die Entwaffnung gibt es auf meinem Kanal, könnt ihr mal reinschauen. Brauchen wir jetzt nicht erklären, dann bin ich hier und meistens setzt man jetzt noch einen Schlag und geht dann zurück, um ihn auf Distanz zu kriegen. Das heißt, man entwaffnet, schlägt und geht auf Distanz. Ja? Ganz wichtig auch, man sollte nicht dumm sein und dann die Waffe selber wieder hinhalten, sondern Waffe schön weit hinten haben, dass er gar nicht auf einen ziehen kann. Ja? Ich sage immer so, Leute, die keine Ahnung haben, die zu viele Filme geguckt haben, Menace to Society, Boys in the Hood Style, die stehen hier oder hier vorne mit der Waffe, ja? Ganz dicht vor einem. Ist natürlich auch risikoreich, aber trotzdem kann man immer noch eine Entwaffnung starten. Jemand, der gekonnt ist, der wird hier stehen und ihn hier haben und dann kannst du machen, was du willst. Ja, ist einfach chancenlos. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollen euch wissen, wie effektiv dieser Schlag denn nun ist. Ja? Also, genau. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, darum habe ich hier ein Bruchtestbrett dabei. Typisch für unseren Kanal. Und jetzt gibt es mal einen Schusswaffenbruchtest. Wird die Waffe das schaffen? Genau. Also ich nehme einfach mal an, ich habe gerade die Entwaffnung gemacht. Also ich bin jetzt hier so. Er ist hier gewesen, ja. Ich habe es jetzt geschafft, durch Glück ihn zu entwaffnen und er hat die Waffe blöderweise so auch vor mir gehalten. Und ich gehe jetzt erstmal aus der Schusslinie raus, entwaffne ihn, gehe zurück, sein Kinn würde da stehen und ich würde hier raufhauen. Ja, also wenn das jetzt ein Kiefer wird. Ja. Okay, wollen wir die erste Entwaffnung habe ich, wupp, dann gehe ich rein und dann starte ich einfach durch. Machen wir es in der ganzen Bewegung. In der ganzen Bewegung? Ne? Okay, alles klar. Das ist mir durch. Okay. Gib mir dein Milchgeld. Ja, alles gut. Okay, also er spricht für sich. Ne? Ja. Also. Und jetzt normalerweise ganz wichtig, Distanz. Ja? Schusswaffe sind Distanz. Ja? Einmal Knockdown, zurück, Distanz. Ja? Also, guck mal hier, wie zum Holzhacken. Ja, sehr cool, sehr cool. Man arbeitet auch in Krav Maga zum Beispiel so mit Maschinenpistolen zum Beispiel, ja? Also mit Schnellfeuerwaffen. Dass man einfach sagt, ich habe ein Sturmgewehr und arbeite auch mit dem Lauf, komm mit dem Hinter, komm hier gestochen. Ja, also da arbeiten, ja genau, wie ein Bajonett, nur vorne mit dem Lauf. Mhm. Ja, damit schlägt man auch zu, also das lernt man auch. Genauso lässt sich natürlich auch eine Handfeuerwaffe denn gut handhaben. Nicht schlecht, Leute. Also wieder was gelernt, ja. Handfeuerwaffe, stellt euch vor, hier ist ein Bajonett dran, so zu schlagen, niemals so zu schlagen oder gar so zu schlagen, weil hier könnte sich der Schuss lösen und dann schieße ich mich selber ab. Also vielen Dank an David sehr, sehr für die Tipps. Sehr, sehr gerne, Bruder. Hat Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos.